Jo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, ich werde euch heute zeigen, wie man auf GTA 5 auf PC, also Realcast, einfach installiert. Also andersherum. Ich weiß nicht, ob die meisten das schon also kennen. Das heißt, sprich, wir ersetzen ein anderes Auto in GTA 5. Ich werde euch jetzt zeigen, halt, wie das einfacher geht. So, fangen wir mal an. Hier geht es jetzt einmal auf Google. Dann geht es hier, schreibt sie rein GTA 5 Mods. Oh, Entschuldigung. Empfehle jetzt bitte 5 Mods, dann geht sie hier drauf, dann geht sie gleich auf das erste gta5mods.com. So, wie gesagt, das ist fürs PC, gell? Nicht für die PS4 oder für PS3 oder wie auch immer. PC, so und zwar. Jetzt suchen wir uns ein Auto aus. Schauen wir mal jetzt. Ja, schreiben wir mal AMG. So, Mercedes ist das. So. Und dann suchen wir entweder Add-on und Replacement. Replace heißt, das heißt, wir tun ihm halt ersetzen. Add-on halt, da muss man ein paar Sachen einfügen. Wir nehmen jetzt einfach die einfachste Variante. Suchen wir uns eins aus. So. Also ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt einmal den G65 AMG. So, und zwar, da gehen wir jetzt auf Herunterladen. Herunterladen nochmal. Jetzt tut das Laden. Indem wir das also, indem der Download jetzt fertig ist, tun wir das Ganze öffnen. So. Entpacken wir den Ordner, was in dem WinRAR ist, auf dem Desktop. Dann schließen wir das hier und öffnen jetzt den Ordner halt mit dem Mercedes. So. Wie gesagt, ihr müsst ja natürlich GTA 5 auf das Spiel installiert haben. Epic Games natürlich oder wie auch immer, was ihr, von wo ihr aus GTA 5 spielt. So. Dann öffnet ihr den Open 4. Das ist das hier. Das könnt ihr auch von derselben Seite downloaden. Ich meine, die Leute, was sich schon auskennen damit, wissen, was ich meine. Also Open 4 heißt das Programm. Dann geht sie hier auf Windows. Jetzt startet das Ganze. So. Da haben wir jetzt unser GTA 5 Ordner und rechts haben wir die Datei, was wir dann ersetzen. So, und jetzt zeige ich euch, wie man es einfacher macht. Ja, öffnen wir mal hier nochmal README, das, wie man das halt installiert. So, okay, das ist halt auf Russisch jetzt hier, aber davor oben auf steht ja, wo das hingehört. Das heißt, hier Update X64 DLC, das tun wir jetzt einmal so und jetzt können wir schauen. Update, jetzt gehen wir hier. Update, bevor wir jetzt da anfangen, müssen wir auf Edit Mode drücken, dann hier auf Ja. So, hier steht jetzt Update X64 DLC Packs Page 3 NG
DLC RPF, X64 Levels, bla 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 bla. Wir machen das aber nicht, was da oben steht, wo das hingeht. Ich zeige euch jetzt nämlich die einfachste Variante. So, das heißt, nochmal, ihr geht jetzt auf Update X64 DLC Packs, geht dann auf den Ordner Patch Date 20 NG, öffnet es den DLC RPF, dann geht es hier Show in Mods Folder. Okay, drückst hier drauf, sehr wichtig. Dann gehen wir weiter auf X64 Levels, GTA 5, Vehicles RPF. So, jetzt nochmal zu den ganzen. Alle Autos, was ihr jetzt von dieser Seite auswählt, zum Beispiel Replace. Ich nehme immer Replace. Die Leute, was sich auch auskennen mit Add-on, können auch Add-on dann reintun. Es geht. Ich zeige euch jetzt die einfachste Variante. So, in alles in dem Ordner rein. Page Day, also Page Day 20 NG. Die ganzen Fahrzeuge. Das heißt, das ist das Modell Dubster. Okay. Tun wir das Ganze hier kopieren, alle drei Dateien, und tun es hier einfügen. So, schauen wir, was wir noch brauchen von da. Add-on, ja, das braucht man nicht. Gut, das ist eigentlich das Ganze. Dann tun wir jetzt das alles schließen und nun könnt ihr euer Spiel starten. Ich zeige euch jetzt, dass das funktioniert hat. Ich starte mein Spiel über ein GeForce, also über die Grafikkarte. Dann schaue ich mal auf Details, ob die eh optimiert ist. Passt. Dann gehe ich, ich starte jetzt das Spiel. Spiel starten. Ja. So, jetzt warten wir. So, damit ihr wisst, so geht's auch, ja, also mit dieser Variante. Man muss sich immer in den Ordner rein tun, wie es dort steht. So habe ich das jetzt auch herausgefunden, dass es einfacher geht. Und ich packe alle meine Real-Fahrzeuge, was ich in GTA 5 halt jetzt da rein tue, in den Ordner Page Day 20 NG. So, gehe ich jetzt hier im Story-Modus. Und wie gesagt, das Fahrzeug müsst ihr halt merken, wie das heißt. Dubsta. Dubsta. Ich zeige euch jetzt, wenn. Also, ihr müsst ein Modmenü dafür haben. Das ist sehr klar. Damit ihr die Autos spawnen könnt. Das werde ich euch jetzt alles zeigen. Also. So. Und wir sind jetzt drinnen. Jetzt Michael, bei Michael Haus. Okay, es regnet. Ich mag den Regen halt überhaupt nicht, deswegen öffne ich jetzt mal mein Menü und gehe auf das Wetter ändern. Ich habe es gern freundlicher. I'm never gonna get used to exercise. Ja, mein Sohn, passt, geh ins Haus. Danke. So, gut. Jetzt zeige ich euch, dass es funktioniert hat. Und das ist der Mercedes G-Klasse. Da gehen wir jetzt auf Spawner, Vehicles und Input Model. Das heißt, jedes Menü, ich sollte das haben. Da kann man es jetzt D, U, Dubsta.
Okay. Anscheinend habe ich es jetzt falsch reingeschrieben. Macht nichts. Wenn ihr sowas wie ich jetzt, also ihr wisst nicht, wie man das schreibt, macht ihr einfach die Windows-Taste mit der D-Taste gleichzeitig gedrückt halten. So, dann kommt sie halt auf euren Desktop. Und dann könnt ihr jetzt schauen, was ihr da jetzt runtergeladen habt. Und damit ihr schaut, wie das Auto heißt. So, da haben wir es nochmal. Zum das öffnen. Modell Dubs D U B S T A. D U B S T A. Okay. Dann geht sie halt wieder auf das Spiel. Passt. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Also D du da. Na? Da habe ich viel versprochen. Der ist da. Ich sage, jetzt tun wir mal einen Spritztour machen. Ob das vom Handling her auch passt. Damit er nicht überstürzt. Ja. Wir wissen. So. Jetzt machen wir mal einen kurzen Drift. Ja. Also vom Handling her fährt er sich gut. Der tut sich nicht überschlagen oder sonst was. Das ist einmal richtig nice. Versuchen wir das Ganze aufzutünen, damit wir schauen einmal wirklich, wie der aufgetünt ausschaut. Jetzt gehen wir mal auf Vehicles. Ja, Kostüm-Vehicles. Machen wir mal voll auftünen. Okay, okay. Da sollten wir noch arbeiten. Wie gesagt, Leute, nicht voll auftünen. Also, Restore. Das heißt, Tuning wegnehmen. Macht nichts. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, es funktioniert. Und haut's rein.